Reinigungsfahrt. Könnt ihr es gleich sehen? Das ist noch ein Reinigungswagen von Kleinbahn. Deswegen muss ich ihn vorn schieben, weil mit der Anhängung das noch nicht zusammenpasst. Da muss ich erst schauen, dass ich eine Lok, eine Kleinbahnlok habe, die wäre dann noch. Aber jetzt, so schaut es dann aus, wenn die Gleise gereinigt werden. Ich muss langsam fahren, weil sonst haut es diesen Wagen hinaus. Bahnhof hinein. Dann stoppen wir da. So, liebe Freunde, liebe Abonnenten, jetzt zeige ich euch noch die zwei Loks in Fahrt. Die rechte Lok eben, ihr seht, sie ist gerade in unsere Richtung, leuchtet sie, die ÖBB-Lok 1042-655 mit den drei Waggons. Personalwaggons plus einen Gepäck- und Postwaggon. Die werden wir als erstes einmal wegschicken und eine Runde fahren lassen. Ich habe es selber digitalisiert, das ist ein Kleinbahnlok. Wie ihr sehen könnt, funktioniert sie problemlos. Oh, wie ihr seht, hat sich jetzt ein Waggon selbstständig gemacht. Wir haben jetzt da das Bahnhäuschen, das ältere. Ja, wir schieben jetzt den Waggon einfach in den Bahnhof. Was ich gemerkt habe, bei diesen Waggons muss man sehr vorsichtig und nicht zu schnell unterwegs sein. Ja, war auch vielleicht witzig, diese Begebenheit. So, kommen wir jetzt zur alpenblendischen Lok. Schalten wir mal das Licht ein. Wir haben auch Fernlicht, wenn es gehen sollte, notwendig sein sollte. Aber wir werden jetzt einmal den Motor einschalten. Alle Weichen richtig stellen, damit es keinen Kurzschluss gibt. Und sobald die Maschine bereit ist, werden wir losfahren. Die Kurven knipst. Aber ihr seht, sie fährt tadellos. Schaut auch gut aus über die Brücke. Und wie sie dann auch schön beim Bahnhofsgebäude vorbeifährt. Noch einmal über die Brücke gleich. Fährt wieder im Bahnhof ein. Gut. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht, so wie ich mir eure
Fahrvideos gerne anschaue, hoffe ich, dass auch meins ein bisschen gefallen hat. Danke, dass ihr das Video wieder angeschaut habt. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht. Ihr habt natürlich auch im Bahnhofsbereich gesehen, die Dampflok, die habe ich bis jetzt nicht wirklich zum Laufen gebracht, leider. Einerseits ist der Tender, wo der Motor drin ist, offensichtlich zu leicht. Ich habe zwar schon ein Gewicht dazugegeben, dem Tender, aber er ist zu leicht und deswegen kriegt er nicht wirklich gut Kontakt und kann deswegen auch nicht, funktioniert die meiste Zeit nicht und schiebt nicht die Lok an. Mit dem Licht gab es Probleme. Von Anfang an habe ich versucht zu lösen, ist nicht besser geworden und auch der Rauchgenerator hat nicht funktioniert. Deswegen steht sie jetzt im Bahnhof, ja, ist halt ein Ausstellungsstück, eben weil ich selber versucht habe, ein bisschen herum zu reparieren. Das ist so eine Angewohnheit von mir, dass ich immer gleich selber versuche, etwas zu lösen, aber manchmal eben keine Lösung zusammenbringe und deswegen kann ich sie auch nicht Rocco zurückschicken. Die werden wir das auch nicht machen. Kein Garantiefall mehr. Ja, soweit einmal ein Video über meine Züge und Fahrvideo. Und danke eben wieder an euch Abonnenten, dass ihr eben mich abonniert habt. Wenn euch das gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das erste Mal da seid, freue ich mich auch über ein neues Abo. Auch die Glocke bitte nicht vergessen, damit ihr sofort erfahrt, wenn es wieder ein neues Video gibt.